Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde bei Dwarf Fortress. Wir haben wie immer sehr, sehr viel zu tun und das wollen wir auch machen. Das erste, ich habe während des Cuts mir mal die besten Hauler rausgesucht, die gute Max-Dwarf-Skills haben und habe sie schon mal mit der Arbeit Expo 2 betitelt. Damit wir nachher dann auch ein zweites Squad erstellen können, sobald wir mit dem ersten einigermaßen zurechtkommen. In diesem Sinne gehen wir mal kurz in den Manager und bauen noch 10 neue Wooden Crossbows. 10. So. Dann gehen wir mal kurz in die Stocks, denn da will ich zwei Sachen gucken. Erstmal Ammunition. Liegt noch verboten herum, die wir mal aufsammeln sollten. So. Und viel scheinen wir nicht mehr zu haben an Munition. Deswegen werden wir neue herstellen müssen. Das zweite, was ich gucken will, Quivers haben wir sehr viele. Brauchen wir jetzt erstmal keine. Armor Stands, Weapon Racks, Weapons. Crossbows haben wir jede Menge. Wir haben sogar einen Iron Crossbow und einen Copper Crossbow. Steel, oh, ja. Also Crossbows haben wir einige. Das nächste, was wir noch in Auftrag geben werden, sind Lederrüstungen. Leather Backpack, Leather Water Skin, Leather Craft. Leather Armor. 10 Stück erst einmal. Und weil wir es können wahrscheinlich, Leather Caps. Ja, Cap. Leather Cap. Auch 10 Stück, so. Damit die Brust und der Kopf geschützt sind von unserem ersten Squad. So, lassen wir das mal weiterlaufen. Oh, ach ja, noch was zum Thema Rock Short Swords. Die können wir removen, weil ich habe nachgeguckt im Dwarf Fortress Wiki. Dafür braucht man. Na kommt, sagt's mir schon. Dafür braucht man Obsidian. Genau, also Steinschwerter werden aus Obsidian gemacht. So, nächster Schritt. Wir wollen hier unten Stockpiles einrichten. Und zwar brauche ich einmal einen Cloth Stockpile. Hier drüben. Und ein Lederstockpile hier drüben. So. Was nehmt ihr an? Ihr nehmt Cloth an. Und zwar Thread und Cloth. Sogar ist Metall. Adamantit. Ja, gut. Und du nimmst jede Art von Leder an. Ja, gut. Und das nächste, was wir brauchen, ist noch ein Finished Goods Stockpile. Hier. Der Forbid. So, der nimmt an. Flasks. Footwear, Headwear, Handwear, Armor, Large Gems, Legwear, Backpacks, Quivers. So. Also eigentlich nur die Klamottensachen. Und auch nur aus Plant Cloth. So. Na, eigentlich aus allem Cloth. Also, gibt's noch Cloth? Ne, gibt nur Plant Cloth. Tuff, Hopper, Shell, Ember, Kohl, Green Glass, Crystal Glass, Yarn. Nö. Nebenbei noch was für den Job Manager. Bone. Bolts. 30 Stück. So.
Das heißt, bei den Stockpiles hier oben, also erstmal gucken wir, dass wir hier Leder und Cloth disablen. Und bei diesen hier schmeißen wir die Armor, Footwear, Headwear, Legwear, Flasks weg. Also die werfen wir nicht weg, sondern die verbieten wir hier einfach mal. Genauso wie hier. So, knapp. Flasks, Armor, Footwear, Headwear, Handwear und Legwear. So. So werden jetzt die ganzen Klamotten unten in den kleinen Stockpile gelagert. Genauso wie das Leder. Haben wir Bins? Ja, Bins sind eingestellt. Es wird sich hoffentlich einer einen Bin schnappen, Klopfbin und so weiter und das Zeug da drin verstauen. Ah, ich gebe am besten nochmal guten Crossbow, Kuh, Bin. Ah, Iron Bin. Wooden Bin. Weil Rock gibt es leider nicht. Ich muss mal gucken, ob es auch eine Steinvariante gibt, weil Fässer gibt es ja, die Rock Pots. Mal kurz gucken, wie viel haben wir davon eigentlich noch? Oh, wir haben einen im Überschuss. Deswegen sage ich mal Rock Pot. 30 Stück. So, leisten können wir die uns ja. Wir haben mehr als genug Steine rumliegen. So. Wasser wird immer noch fleißig gefüllt. Dum-di-dum-di-dum-dum. Gut. Was kommt als nächstes dran? Ach ja, als nächstes will ich mal die Uniform machen. Also Uniforms. C-Add-Uniform. Die können wir dann auch gleich mal benennen. Nennen wir sie X-Bow. So. Und da fügen wir jetzt Items hinzu. Also erst einmal Lederrüstung. Erstmal orientieren wir uns mal an dem hier. Okay. Armor. Irgendwie kann man, glaube ich, auch zu Weapons umschalten. Achso, das ist... Ach ja, stimmt, man muss umschalten. So. Eine Leder-Armor haben wir schon mal. Was haben die Archers noch? Ich würde die am liebsten einfach mal kopieren. Einfach alles aus Leder. Leder-Legwear. Und, hier machen wir auf jeden Fall Ledercaps rein. Gloves. Ledergloves gehen, glaube ich. So. Boots. Footwear. Da muss ich mich nochmal genau reingucken, weil es gibt das sogenannte Layering, also da können Zwerge eine Lederrüstung tragen und drüber drei Kettenhemden. Das weiß ich noch auswendig, aber wie es bei den bei Füßen und bei den Hosen ist, weiß ich jetzt gerade nicht. So, einen Buckler sollen sie tragen, dass sie sich ein bisschen besser schützen können. Und auf jeden Fall ein Crossbow und wenn es geht noch ein Shortsword. So. Das nächste, was wir brauchen, ist das Material wählen. So. Leder, Leder, Armor. Delete Item. Armor. Armor, so. Jetzt machen wir Material. Leder. Leder. So, Leder. Lederhandschuhe. Lederhose. Holzschild erst einmal. Obwohl, Any Material.
Nee, erstmal Holzschild. Crossbow ist egal. Und ihr hier, oh, Shortsword ist auch erstmal egal. Gut. Damit haben wir unsere erste Uniform gemacht. Die werden wir natürlich noch erweitern um Metallsachen, wenn wir mal so weit sind. Erst einmal gibt es nur Leder, weil wir noch keine richtigen Metalle haben. Jetzt brauchen wir wieder P für Positions. Nein, brauchen wir nicht. Equipment brauchen wir. Oceanic Palisades, Assign Uniform, X-Bow für alle. So. Das heißt, wenn ich jetzt wieder auf View Customize gehe. Ja, gut. Wie viel Holz haben wir noch? Ein bisschen was. Wie viele Sachen haben wir in Auftrag gegeben, die Holz brauchen? Auch ein bisschen was. Aber mir fällt gerade ein, wir haben keinen Bone Crafter. Das heißt, niemand macht die Bolzen. Werfe ich mal kurz einen Blick in den Therapist. Bone Crafting. Ob es da irgendeinen gibt, der das kann. Bone Crafting. Sieht schlecht aus. Also schnappe ich mir irgendeinen Hauler. Einfach den ersten. Gib dem Bone Crafting. Und benenne ihn in Bone um. So. Gut. Das ist erledigt. Wir haben einen Bone Crafter. Der ist schon am Arbeiten. Mit Badger Sawbones macht er jetzt uns Knochenbolzen. Das müssen wir übrigens noch einstellen in der Ammunition, dass ihr hier noch Bolts benutzt. Material Bone für Combat und für Training, und zwar auch 200 Stück. So. Gucken wir mal kurz in die Supplies. Carry any drink, carry two food. Okay. Das bedeutet, bei denen müssen wir noch Water Skins und so hinzufügen. Wie viel Leder hat. Das gucken wir am besten in den Stocks. Animal Traps. Das fällt unter Tent Heights. Haben wir nicht mehr so viel. Haben wir schon etwas hier draus gemacht? Ja, Lederrüstung wird schon fleißig hergestellt. Genauso wie Wooden Crossbows. Gut. Okay. Und da hat jemand was auf der Statue liegen, auf dem Weapon Rack liegen gelassen. Achso, Armor Stand, Leather Quiver. Was sagt eigentlich mein Squad? Das ist immer noch inaktiv. Setzen wir es mal wieder auf aktiv, das ist trainiert. So, was sagt denn der Wasserstand hier? Der sagt, es füllt sich langsam, also werde ich eine kleine Änderung hier dran vornehmen müssen. Erstmal remove ich diese Zonen. So. Ja, so. So, so und so. Geh eins höher. Weil jetzt wollen wir langsam mal anfangen. Hop. Remove Zones. Stop removing. Ich will neue Zonen machen. Und zwar hier. 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 Das war falsch. Die Zone kann weg. Hier kann eine neue hin.
So. Nein. Hier eine neue Zone. Hier eine neue Zone. Hier eine neue Zone. Ja, man sieht schon, es sieht ein bisschen besser aus, dass, wenn das Ding da mit Wasser gefüllt ist, als wenn da nur großes, leeres Blau ist. So. Pit Pond. Alle umstellen. So, hier oben auch. So, das da wird entweder weniger schnell oder noch schneller gefüllt als das hier, obwohl man das hier ja auch noch mitfüllen muss. So, großes P, F, Escape, großes P, F, so. So, stellen wir alle um auf Ponds. Das dauert jetzt mal einen kurzen Moment. So. Großes PF. Großes PF. Großes PF. Großes PF. Großes PF. Großes PF. Ja, sehr spannend, was ich gerade hier mache. Aber das muss gemacht werden.